Herzlich willkommen wieder zurück, Leute, zu Fire Emblem Awakening. Na, wir haben den Walder so richtig schön reingelegt. Ha, perfekt, aber hey, ich meine, das durften wir doch absolut, oder? Ich meine, hallo, der Typ hat uns so oft selbst reingelegt. Da darf man mal ein bisschen fies sein, würde ich sagen, aber sowas von, tja. Hat er mal ein bisschen seine eigene Medizin zu schmecken bekommen? Ach, sowas Doofes aber auch, hä? Tut mir ja wirklich leid. Er ist ja auch so einer, den man einfach nicht ausstehen kann. Unfassbar. So, Leute. Natürlich haben wir offscreen schon mal ein bisschen was überlegt, was man so tun kann. Und als allererstes würde ich sagen, muss der hier weg. Wir müssen tatsächlich schauen, dass wir einerseits unsere Stellungen halten, aber andererseits auch so weit pushen, dass zumindest die ganz schlimmen Gegner schon mal weg sind. Das wäre auf jeden Fall das, worauf wir achten sollten. Und ich denke, wenn uns das gelingt, dann sollte auch alles gut gehen. So, dann Cordelia an sich. Ich habe so drüber nachgedacht, ich denke, die kann an sich nicht wirklich viel machen. Das heißt, wir riskieren das einfach mal, dass das hier nicht unbedingt hinhauen muss, aber das ist in Ordnung, das können wir tatsächlich riskieren, das ist kein Thema. Mal sehen. Und, ja, die hat die 50-50s gewonnen, aber Inigo hat nicht mit angegriffen, also ja, ein paar Erfahrungspunkte mehr ist es eigentlich nicht, was man hier gerade generiert hat. Okay, so, dann würde ich sagen, genau, was wir unbedingt brauchen, ist nämlich für den Vorrat, also wir müssen uns unbedingt ein Purgativ krallen. Das ist einfach nur zum Absichern gedacht, total wichtig. Das heißt, die kriegt ein Purgativ und wir kombinieren uns mit Libra. Genau, so, dann sind die hier schon mal mit dabei. Okay, dann müssen wir weitermachen als nächstes. Ich würde fast sagen, wir nehmen Basilio, weil ich habe ja das Balmung, ne? Dann könnte ich mit dem +3-Bonus und dem +5 von Balmung auf 38 kommen. Und dadurch würde er zum Beispiel auch gedoppelt werden können. Aber er ist erstmal wichtiger. Es geht auch um die Feinde da unten, die sind auch sehr gefährlich. Aber ich denke, das wäre mit so das Sicherste, was man tun kann. Ist meine Meinung. Wird allerdings auch eher einen Silberbogen bevorzugen, muss ich sagen. Dann kombinieren wir uns jetzt quasi erstmal, genau. Auch wenn was schief läuft, habe ich halt ein Purgativ dabei und ich denke, das ist auf jeden Fall eine ganz gute Lösung. Genau, das heißt, du gehst jetzt auf den Vorrat und wir tauschen mal ein bisschen was aus. Diese Sachen brauchen wir erstmal zum Beispiel nicht zwingend. Das geht auch so, denke ich. Weil ich, Moment, nimm mal eher das hier weg, weil ich würde ganz gerne den Kurzschwert auch nochmal behalten. Nur, dass ich später, falls irgendwas nochmal nachkommen sollte oder so, das gleich überprüfen kann, wie viel Schaden ich mit einem Kurzschwert machen würde. So, nehmen wir das Teil mal mit und vielleicht auch noch ein Silberschwert. Vielleicht geht es ja auch mit weniger, ich weiß nicht. Naja, das Balmum brauchen wir schon. Aber seht euch den Schaden an. Klasse. Ja, Basilio mit dabei und damit reicht es dann sogar, um den hier zu two-hitten. Super, das ist eine gute Kombination. Mächtig. Er hat uns tatsächlich auch getroffen, das heißt, es war sehr wichtig, dass ich mit dem Purgativ noch rüber getradet habe. Sonst hätte das Ganze mächtig eskalieren können. Und wir haben auch ein schönes Level-Up wieder mal bekommen. Dieser Chrom, Leute, dieser Chrom. Ein absoluter Traum. So stellt man sich das auch vor, ne? Das ist, glaube ich, wirklich so der Wunsch, in Awakening so einen Chrom zu bekommen. Und dann kann einem ja nur das Herz aufgehen. Mensch, der absolute Wahnsinn. Habe ich da noch irgendwelche netten Sammelskills, die mir was bringen würden auf der Map, überlege ich gerade, aber ich glaube nicht so wirklich. So, du müsstest erstmal dafür sorgen, dass der Typ da drüben angeschwächt wird. Das wäre so das nächste Ziel mit Selekas Sturm. Dann kann ich nämlich auch Libra einfach mal daneben stellen. So. Jo, gut genug, würde ich sagen. Gut genug. Dann würde ich sagen, als nächstes einmal betanzt. Okay, genau, und dann würden wir den Purgativ nutzen. Dann sind wir hier auch erstmal fein raus und wir haben ja auch noch ein paar Möglichkeiten gegebenenfalls. Mit wem greifen wir an? Ich würde sagen, Zoomia, Dunkelschwingen erstmal zu trainieren, ist immer noch wichtiger. Klar, Swordfair würde auf jeden Fall ganz gut seinen Angriffswert ein bisschen patchen, aber ja, wir müssen aufpassen, Leute. Ich meine, Dunkelschwingentraining ist wichtig und so. Sehen wir mal. Okay, dann probieren wir einfach mal unser Glück. Wenn das jetzt fehlschlägt, ist das nicht weiter schlimm oder so. Dient nur der Absicherung. Ausgezeichnet. Wunderbar. Sieht man doch gerne. Wow. Dieser 99er-Troll. Mensch. Egal. Auch nicht so wichtig. So. Genau, wir haben die beiden Leute. Und wie ihr seht ja, der kommt jetzt quasi sogar bis dahin. Aber deswegen habe ich mich auch hier hingestellt und betanzt. Das, ja, ihr seht schon, ich habe schon gut im Voraus geplant, aber ich glaube, so schaffen wir auch ein bisschen mehr an dem Part, das ist immer ganz gut. Man sieht ja klar und deutlich, was das Ziel in einem Zug ist, auf jeden Fall.
Dann wäre als nächstes tatsächlich jetzt dran, dass ich hier das verlasse. Ich glaube, oh, ja, Versas Nacht, 99%. Das ist mal eine Ansage. 99er Mist, pass auf. Ja, ne, das wär's jetzt, Leute. Aber nein, das passiert glücklicherweise nicht. Und wir haben mehr als genug gute Optionen nach wie vor. Da freut man sich doch. So, und wenn Crom geheilt wird, sollte er auch alles verkraften, was ihm entgegengeschleudert wird erstmal. Auch eine feine Sache. Du hast jetzt aktuell kein besonderes Talent und hier unten switchen wir, glaube ich, mal zu Tiki. Krachenstein plus Heilmittel. Dann sollte sie eigentlich auch tanken. Ohne Probleme, ne? Genau, da ist noch unser Gaius mit dabei. Lonzu habe ich so oder so eigentlich immer ganz gerne als Support noch dabei, aber ich finde halt trotzdem, Schwertmeister-Support ist halt unglaublich viel wert. Man merkt das immer wieder, wie wahnsinnig viel die rausholen. Ganz fantastisch. Also Speed ist halt auch das Problem schlechthin unserer Einheiten meistens hier. Typisches Extremproblem eigentlich, würde ich sagen. Von daher ziehst du dich vielleicht mal zurück, oder? Ja. Wobei, Inigo ist weit genug, aber Lucina bräuchte eher Training. Lucina hat leider sehr schlechte Level-Ups bei mir bekommen, immer und immer wieder. Das merkt man mittlerweile sehr deutlich. Das ist ein bisschen schade, weil Lucina normalerweise eine ausgezeichnete Einheit ist. Aber wir waren auch Novi gescrewt, was unglaublich selten der Fall ist. Also, weil sich da halt auch Leute gewundert haben, logischerweise. Ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Ich meine, ist für mich nicht weiter verwunderlich, aber du musst entsprechend reagieren. Und zum Beispiel diese Lucina, es schmerzt extrem, aber es könnte sein, dass sie aussortiert werden müsste. Und das schmerzt mich richtig, das glaubt ihr gar nicht, weil Lucina halt ist halt super cool. Ich meine, ist auch ein großer Fan-Favorite. Ich glaube, man weiß auch warum, oder? Ich meine, wenn das kein cooler Charakter ist, dann weiß ich auch nicht. Oh, das ist so ärgerlich einfach. Man hat dann immer so die Hoffnung, da passiert noch was, da tut sich was. Ich hoffe es auch wirklich nach wie vor. Oh, da hat er getroffen mit seinen 50%, aber gut. Wir treffen mit 100 natürlich immer. Ach, hat er zurückbekommen. Mann, was da schon wieder alles gespawnt ist, ganz schön übel. Aber ja, es war gut, aber erst das Nacht... Okay, du kannst auch critten, mitzunehmen. Krass. Okay. Gute Arbeit, Libra, gute Arbeit. Sieht man gerne. Ja, die melden sich auch mal wieder zu Wort. So sehe ich das doch gerne. Ah, wer greift denn damit an? Wunderbar, sammel nur deine Erfahrungspunkte. Finde ich immer besser, als wenn Chris alles gleich bekommt. Es lässt sich halt kaum verhindern, ne? Ich muss ihn halt immer noch häufig in den Weg stellen, aber in dem Kapitel konnten wir doch relativ gute Offensive über andere Einheiten generieren, bin ganz zufrieden. Erfahrungsausbeute war relativ gut, muss man sagen. Also, schick viel Potenzial entfaltet, muss ich sagen. Hast du eine Vergeltung? Ja, natürlich. Und Verderben auch noch. Das ist natürlich die böseste von allen Kombinationen. Gleich mal hier wieder das ganz, ganz, ganz fiese Set ausgepackt, war ja klar. Man darf sich ja nicht einmal kurz entspannen, was? Gleich schon wieder Action angesagt. Meine Güte. Maus 7 Schadenspunkte, okay. Das ist schon echt lustig. Das ist schon wieder lächerlich irgendwo. Wie sieht's bei dir aus? 19. Ich könnte über Resistenz boosten, könnte ich auf 15 reduzieren. Das bringt uns leider zu wenig. Schade. Warte mal. Ach so, ich habe ja... Ah, Moment. Mikayas Feuer, richtig. Das würde auf 13 runtergehen. Ach, dann wäre es immer noch exakt 39. Ach, ist das doof, ey. Ja, man sucht immer so, gibt es da eine Möglichkeit vielleicht? Könnte ja sein, ne? Nö. Kriegst du nicht. Keine Möglichkeit für dich. Oh, und das hier könnte halt zu krass reinhauen. Das wäre wieder fast ein Diebstahl hier. Mensch. Der trifft uns ja eh nicht, aber wenn Flavia mit zuhaut, dann habe ich ein kleines Problem. Oder wir nehmen ganz kurz mal Flavia ab. Das könnte ich machen. Das wäre zum Beispiel in Ordnung. Dann kann ich mir in aller Ruhe einfach mal den vorknöpfen, ohne dass irgendwas schief läuft. Ich glaube, das wäre ganz schön. Doch, das machen wir jetzt auch. Damit schön jemand anderes angreifen kann. Du kommst ja nicht weit genug und Moment. Im schlimmsten Fall jemand mit... Nee, die haben keine berittenen Einheiten bisher gehabt und auch keine fliegenden. Das heißt... Maximum Range ist 7, wenn jemand Bewegung plus 1 hat. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Im schlimmsten Fall Bogen 1, 2. Wir brauchen eine defensive Einheit, die das macht. Crom zum Beispiel könnte Flavia sich organisieren, müsste aber vorher sowieso noch ihn abgeben. Alles unzufriedenstellend. Mensch, das gibt's doch nicht. Aber was ich machen kann, ist dann Olivia einfach zu nutzen an der Stelle. Das geht natürlich schon. Dann brauche ich Crom jetzt nicht unbedingt dafür zu nutzen. Halt, Moment. Stopp. Auftrennen, okay, gut.
Genau, dann wird der kurz betanzt. Ich muss nur mal ganz kurz gucken, was wir hier machen. Unsere Flugeinheiten können wir mal ganz in der Nähe lassen. Du könntest damit angreifen, habe ich ja gemeint, aber ja, da ist mir die Trefferchance dann doch etwas zu niedrig. Das ist dann etwas gruselig fast. Da kommt mir gerade, hier kommt er auch nicht durch, aber das ist zu gefährlich wegen, nicht unbedingt wegen der Crit-Chance, sondern wegen Vergeltung leider. Können wir also auch nicht unbedingt riskieren. Toll, jetzt habe ich mir den Weg versperrt, ich bin so ein Trottel, ne? Ihr könnt euch ja mal zusammenschließen, ist in Ordnung. Ist völlig in Ordnung, so. Na dann, Chrom, du organisierst ja mal kurz noch Flavia. Nur falls da nochmal Verstärkung kommt, dann ist Chrom auf jeden Fall jemand, der das gut aushält. Auch wenn er jetzt magisch angegriffen wird. 21 Rest ist nicht so schlimm, wenn man 60 Lebenspunkte hat. Und extrem gut ausweichen kann noch dazu mit Balmung. Ich glaube, dafür lasse ich Balmung mal ausgerüstet. Doch, das ist eine gute Idee. Okay, 30 mal 2 oder einfach nur 29 mal 2. Er hat 5%ige Chance, uns zu treffen. Was ziemlich lustig wäre, weil dann würden wir ihn wahrscheinlich töten. Und zwar nur dann. Okay. Ich meine nur wegen Vergeltung wieder. Das wäre sehr lustig gewesen. Eigentlich eher ziemlich bitter, weil ich hätte mich mega geärgert für die Erfahrungspunkte, die irgendjemand anderes besser gebrauchen könnte. Das wäre ein ziemliches Drama wahrscheinlich gewesen, tatsächlich. So, wir haben hier ja immer noch, ja, die Möglichkeit. Ich muss mal kurz gucken. Das ist jetzt wichtig. Eventuell greife ich nicht zwingend an. Wir werden sehen, ob sich das lohnt. So, Moment, ach so, Cordelia ist ja gerade hier. Moment, du hattest, wie viel hast du dann? Momentan 21, ja, bräuchtest das Gungnir, das geht nicht anders, schade. Also mit dir können wir das nicht unbedingt organisieren. Von mir aus, dann ist es eben so. Also Libra und, stimmt, Lissa ist ja noch mit dabei. Das könnte man beispielsweise machen mit Lissa. Ich glaube, Lissa wäre in Ordnung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wenn da ein Bogenschütze rauskommt, dann ist das ein Problem. Ich spiele jetzt mal extra safe, ja, weil ich weiß nicht, was hier noch alles Böses kommen könnte, aber man sollte ja schon irgendwo mit dem Schlimmsten wieder rechnen. Ich meine, ja, aus berechtigten Gründen, oder? Irgendwie schon. Und er ist auch ziemlich anfällig mittlerweile. Das ist auch sehr gefährlich. Ist tatsächlich tough, jemanden zu wählen, der nicht sofort sterben würde unter entsprechenden Umständen. Ich glaube fast, dann sind die Mana-Keten doch besser geeignet. Dann machen wir das Ganze so, da bin ich wenigstens sicher vor irgendwelchen Schützen oder Magiern oder was weiß ich alles. Denen kann nicht so viel passieren wie dem Rest. Ist einfach so, die Mana-Keten sind da noch mit am sichersten. Oh, 50 Erfahrungspunkte, schade. Hat auch nicht für ein Level-Up mehr gereicht. Ganz schön dramatisch. Dreht euch mal auf. So, bitteschön. Und auch hier können wir allmählich mal den Posten verlassen. Dann lasse ich Lonzu nochmal zurück, oder? Wäre okay. Genau. Du kannst dich da reinstellen, das ist in Ordnung. Du könntest sogar ein bisschen sammeln, aber lassen wir das mal sein. Stimmt, ich kann noch einen Purgativ benutzen. Um nah noch ein bisschen abzusichern, mache ich das, glaube ich, sogar. Bitteschön. Liebe Nah. Purgativ ist zerbrochen. Ich hoffe, das Opfer war es wert, aber das war es auch bestimmt. Na dann, können die anderen auch mit nach vorne stürmen. So, allmählich wird es ja auch mal Zeit. So, du bleibst da hinten und mal sehen. Keine Verstärkung, okay, gut. Ich glaube, wir sind aus dem Gröbsten raus, kann das sein? Das wäre natürlich sehr schön. Ich glaube fast, das haben wir geschafft, ja. So, das ist natürlich alles ziemlich krass. Kann ich eigentlich mit Lissa hier angreifen? Diesmal schon, cool. Er hat auch keine Angriffsfähigkeit. Na dann, wilder Wind, oder? Wilder Wind, klingt das gut? Wir haben so viele Leute, die immer noch aufleveln könnten, wenn man es nur probiert. Und wir haben ja eine Heilerin in der Nähe. Es ist jetzt keine Verstärkung gekommen. Ich glaube nicht, dass noch eine kommt, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir sind aus dem Gröbsten jetzt wirklich endgültig raus. Sie kriegt ihre Erfahrung, deswegen mache ich das lieber so. So oder so, sie braucht nicht mal mehr unbedingt ihn zu erledigen oder so dafür. Alle greifen zusammen an. Komplettes Desaster für den Gegner. Sehr schön. Ach, seht euch das an, herrlich. Zwar keine Stärke, aber ist mir relativ egal. Wenn man sieht, was da sonst noch so wächst, dann ist das absolut in Ordnung. Da sollte man sich dann auch wirklich nicht mehr beschweren. Okay, ich weiß aber nicht, was da hinten ist. Ich weiß nicht.
Da ist bisher nichts gespawnt, aber ich traue dem Frieden irgendwie nicht so ganz. Aber wahrscheinlich bin ich da wieder nur zu übervorsichtig. Ja, ich denke, man kann ja nie vorsichtig genug sein. Böse Überraschungen lauern überall. Man muss es ja nicht auf die Spitze treiben. Oh, böse, richtig, richtig böse. Ja, Miriel, muss ich sagen, ne? Ist auch richtig nützlich geworden. Das freut mich richtig. Wenn man bedenkt, eine ganze Weile kam sie nicht mit und dann hat sie so richtig schön Level bekommen über Stäbe und so. Und schon hält sie fantastisch mit. Ist ganz gut mit dabei. Wirklich, muss man einfach sagen, tipptopp. Da habe ich echt nichts zu bemängeln. Wirklich Wahnsinn. Ah ja, ich könnte Chrom zum Beispiel da reinstellen, wenn ich möchte. Wäre das eine gute Idee? Ich denke schon. Wir können jetzt mittlerweile ganz gut pushen, einfach mal. Boah, du kommst auch auf Mordsstärke später. Das ist echt krass, ne? Machen wir das Ganze doch mal so. Du tanzt Chrom, dann kann er sich mal auf die Treppe stellen. Wir kriegen also noch irgendwas von so einem tollen Glitzerfeld. Mal gucken, was kriegen wir dann Feines? Ich habe noch ein wenig geübt. Dein Anführer sollte stets in Bestform sein. Schade, Waffenfertigkeit bringt uns leider gar nichts. Aber okay. Haben wir eigentlich noch Glitzerfelder oder haben wir beide hier betreten? Okay, anscheinend schon, ja. War wohl ganz am Anfang mal. Hatte ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm. Aber okay. Ah ja, du bist ja auch noch in der Nähe. Wunderbar. Na dann kann uns ja wirklich nicht mehr so viel passieren. Wir sind zumindest alle ganz gut vorbereitet, oder? Schade, dass das nicht ganz geht, aber egal. Ihr versperrt schon mal den Weg. Und egal, was jetzt rauskommt, so wirklich gefährlich wird das erstmal nicht mehr. Dann kann ich auch mit dir sogar nach vorne. Ja, ich glaube, es kommt wirklich keine Verstärkung mehr, oder? Ich gehe mal zur Sicherheit nochmal dorthin. Wir sehen es dann ja, aber ich glaube, da müsste ganz spezifisch an der Stelle dann wirklich auch ein Schütze kommen. Alles andere wäre nicht möglich. Von daher traue ich dem Ganzen mal so weit, so gut. Und da können wir uns auch nochmal verknüpfen. Mit 34 Geschwindigkeit kann uns nichts doppeln. Nur für Notfälle so, man weiß ja nie, ne? Aber ja. Okay, wie stark sind wir hier eigentlich im... Oh. Ja, der hat jetzt natürlich die Drachenhaut. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Hat das normale Falschen das schon geschafft? Oh, Moment, Vorsicht. Warte mal, genau, das ist das Dimensionsfalschen. Das hat den Zusatzeffekt. Hatte das normale das auch schon? Ich meine, dass Drachenhaut hier so funktioniert, dass das theoretisch bei Valda schon durchbrechen müsste. Nee, das stimmt. Das Falschen normal hatte das eben nicht. Das ist relativ interessant, weil Dimensionsfälschen ist ja wirklich nur Lucina. Leider. Das ist schade, dass sie bei uns so gelitten hat. Sie wäre tatsächlich eine sehr gute Einheit sogar dafür. Ja, das heißt aber, es können jetzt alle nach vorne stürmen. Das freut mich wiederum sehr. Finde ich super. So, lieber Valda, du kriegst jetzt gleich mal eine richtig fette Armee hier präsentiert. Ich will halt nicht alles mit Chris machen, aber Chris wird wahrscheinlich erstmal notwendig sein zum sicheren Anschwächen. Zumindest dafür. Du bist schon ziemlich krass drauf, aber... Warte mal, es wird direkt mit einkalkuliert, oder? Ich muss das mal ganz kurz im Kopf durchgehen. Nur nochmal registrieren wir, dass es verrechnet wurde. 65 haben wir magisch und theoretisch müssten quasi 31 durchkommen. Wird aber reduziert auf 15, das heißt, es wird einfach halbiert, der Schaden, und zwar runtergerundet, genau. Gut, okay. Dann weiß ich das nochmal, das ist gut. Das ist eine sehr gute Information schon mal. Und wir stürmen einfach erstmal alle weiter nach vorne. Mit ihm, mit seiner Sammeleigenschaft, können wir wahrscheinlich auch nochmal ordentlich Stärke zusätzlich generieren. Wird auch, glaube ich, ganz nett. Und dann sehen wir mal. Leute. So, du kannst natürlich nach wie vor mit Erholung hier ein bisschen Erfahrung dir generieren, die es auch realistisch ist. Sehr gut. So, ich meine, dass das durchkommt, aber wir werden dann sehen, wie es abläuft letzten Endes. Ja, es kommt wirklich keine Verstärkung mehr, das ist echt cool. Und ansonsten sind unsere Bande natürlich stark für den Kampf, ganz klar, Leute. Wie war denn das nochmal? Ne, Dimensionsfalschen war auch bei ihm nicht. Also dieser Drachenhauteffekt, da geht es wahrscheinlich tatsächlich nicht durch. Wobei, es sind die 34. Das heißt, dass... Na doch, du müsstest zumindest einen Schadenspunkt dann machen. Wobei, wenn es abgerundet wird, dann kann das tatsächlich auch damit zusammenhängen. Wartet mal ganz kurz. Basilio. Mach das doch mal kurz. Mich interessiert das mal kurz. So, das heißt, du machst jetzt 39. 2. Nee, wird immer noch reduziert, genau. Schade.
ich dachte, dass das eventuell schon das Symbol war, was das ignoriert, aber es kann auch sein, dass bei Valda speziell funktioniert. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das wäre so das Naheliegendste, dass das quasi der Fall wäre. Ne? Von daher passt das schon. Dann sehen wir mal. Aversas Nacht. Ja, der Typ macht schon extrem viel. Also sollte sehr auf der Hut sein, was das betrifft. Was wir tun können, ist erstmal das hier. Genau. Das hilft uns schon mal weiter. Und dann sollten wir zusätzlich den Bonus von ihr noch mitnehmen. Das wäre ganz in Ordnung, glaube ich. Und uns eventuell noch kombinieren zusätzlich. Wie sieht's denn damit aus? Ja, das bringt uns einen moderaten Anstieg. Das machen wir. Gut, dann stellen wir uns einmal ganz kurz hin. Dann kommt der Bonus drauf. Um uns sicher vorzubereiten auf diesen Kampf. Ja, das ist doch sehr gut. Das sieht doch schon ganz anders aus. Ja, wir können verschwenderisch sein mit Aversas Nacht. Dadurch, dass wir so viel bekommen haben, ist das kein Thema. Und du selbst, ich weiß nicht, mit was du angreifen willst. Du machst nicht so viel Schaden. Ich glaube, Gungnir ist das Einzige, was Zusatzschaden macht. Dann benutzt dein Gungnir von mir aus auch. Und wir stellen dich hier nur rein. Mehr machen wir gar nicht. Das ist alles, was wir hier tun. So, du stehst dahinter und ich würde sagen, wenn Chrom dahinter steht, wäre das auch noch sehr sinnvoll. Genau, und Indigo stellen wir auch mal daneben. Das sind alles Charaktere, zu denen er irgendwelche Bande hat. Ganz gut. Okay, Leute, na dann. Let's go. Valda greift uns an. Ihr Narren, das Schicksal darf nicht verändert werden. Ah ja, jetzt haben wir auch wieder dieses sehr, sehr coole Theme. Ach, ich sehe gerade, hat er 0%. Okay. Dann ist dieser Kampf ja ein absoluter Klacks. Wow, das ist ziemlich lustig. Er hat natürlich auch Erholung dabei. Aber, ja, das liegt wahrscheinlich jetzt wirklich, wir haben wahrscheinlich jetzt einfach durch die ganzen Supports halt, das habe ich vorhin gar nicht gesehen, aber das sollte man immer probieren übrigens, ne? Denkt daran, dass es einen passiven Effekt gibt, wenn viele Leute nebeneinander stehen. Dass nicht nur der Support an sich mit dem direkten Partner einen Einfluss hat, sondern alles zusammen rechnet sich auf den Supportwert drauf. Und das rechnet sich ja nach einem Stufensystem bis zu 12 Stufen. Und halt einzelne Werte, das heißt, kein Support ist 1, C-Support sind 2, B-Support dann entsprechend 3 und H-Support 4 und S5, genau. Und hätte man jetzt Doppelwerte plus, kriegt man nochmal plus 4 direkt draufgerechnet. Das ist sehr, sehr gut. Vor allem, wenn ein paar mit zweimal Doppelwerte kommt, ist das sehr lustig. Weil dann direkt mit plus 8 man startet und man quasi immer den Maximalbonus hat, sofern die beiden mindestens einen A-Support dann haben. Das ist ganz interessant zum Beispiel. Aber hier hätte ich jetzt zum Beispiel einmal hier den C-Support direkt, dann habe ich noch einen C-Support, dann habe ich einen, wo gar nichts ist, und den A-Support. Und das summiert sich natürlich entsprechend. Das heißt, wir haben jetzt hier, ja, schon eine sehr schöne Situation, auf jeden Fall. Also, da kann man den Gegner nur belächeln, wirklich. Das ist natürlich schon traurig. Mal gucken, ob sie mit angreifen möchte oder eher nicht. Aber wir kommen so auf jeden Fall durch. Ich meine, seine Vergeltung kann triggern, das ist mir egal, weil er kann nicht treffen, der Typ. Nächste Vergeltung. Es ist witzig, dass sie gar nicht mit angreift, aber das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil auf die Art und Weise kann ich jetzt mit jemand anderem tatsächlich noch ein bisschen was sammeln. Wen nehmen wir dann dafür, um das Ganze abzuschließen? Lissa könnte man nehmen. Inigo wechselt dann nachher, das heißt, er hat jetzt die Stufe erreicht, wo ich dann das Zweiziegel danach benutzen werde. Lucina ist, glaube ich, naja, du würdest auf 100% dann zwar noch kommen. Kann ich mit Stärke sammeln und einen entsprechend mächtigen Support das eigentlich hinbekommen? Lasst mal sehen. Also Stärke sammeln auf jeden Fall, das ist Pflicht. Sollte eigentlich sogar funktionieren, witzigerweise. Ja, mit Inigo vielleicht am besten. Assassine eben. Macht ihr beiden das zusammen? Verdammt, es fehlt noch ein bisschen was. Das kleine bisschen, das kann ich mir sogar holen. Wartet. Machen wir das Ganze ganz lustig. Er hat ja sonst keinen Zusatz-Recovery-Skill, ne? Ja, das ist alles. Oh ja, dann funktioniert das, ne? Ja, Dimensionsfälschen 100%. Vorteil hat der Typ ja nicht. Das ist ganz lustig, dann dürfen die das machen. Dann, ha, haben wir einen guten Einsatz für Lucina gefunden. Aber sowas von, ich finde das verdient, ja. Ich meine, hier wurde heute mehr oder weniger sowieso schon der Tod verhindert. Und jetzt darf sie sich eigentlich noch rächen an den, der eigentlich ursprünglich dafür verantwortlich ist, oder? Ich finde, das ist in Ordnung, ganz im Ernst. Das verdient sie sich. Ah ja, interessant, sie hat auch einen extra Dialog. Stirb, Valda!
Unverschämtes Gör, du konntest die Zukunft bisher nicht beeinflussen. Auch wenn du es immer und immer wieder versucht hast. Wieso denkst du, dass es diesmal anders verlaufen wird? Vielleicht wird es das ja nicht. Das ist jedoch kein Grund für mich, dein Leben zu verschonen. Ah, das freut mich jetzt richtig. Na, das muss sein als Finish. Und zack. Jawohl, so richtig durch. Perfekt. Traumhaft, dass sie das Ganze beendet hat. Nein, alles falsch. Ja. Muss aber wirklich sagen, das hat mir jetzt richtig... Ah, das war schön. Das musste einfach so sein. Oh, sie kriegt immer noch keine guten Level-Ups. Mensch, das ist so unfair. Es ist so unfassbar unfair. Weil ich meine, wer mag Lucina schon nicht? Mal ganz im Ernst, das ist ein cooler Charakter. Das ärgert mich fast ein bisschen, wirklich. Das fehlt ja nur die Geschwindigkeit und das ist so irrsinnig. Also ich meine, mit Olivia als Mutter und dann keine Geschwindigkeit sammeln, ist WTF, was ist denn los? Oh mein Gott. Warum verschwendest du so viel Macht? Verflucht seist du, Chris. Tja, ne, Walder, das war's dann wohl. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft, Chris. Wir haben unser Schicksal geändert. Wir haben gewonnen. Wer mischt sich denn jetzt wieder ein? Ja, was zum... Yes. Ihr habt vielleicht euer Schicksal verändert, aber gewonnen habt ihr nicht. Du... Der Geschichtsschreibung nach wirst du Crom hier und heute töten. Genauer gesagt werde ich das tun. What? Wer bist du? Das sagte ich bereits, ich bin Chris. Der Chris, der dich tötet und zum Dämonendrachen Krima wird. Als deine Tochter sich entschloss, in die Vergangenheit zu reisen, kam ich mit ihr. What? Moment, du bist ich, aber dann, wie kann... Ich weiß, es ist schwer zu verstehen, lass mich versuchen, es einfach auszudrücken. Ich bin du, aber ich habe andere Entscheidungen getroffen als du. Darum bin ich ein kleines bisschen anders als du. Die Träume, die du hast, sind meine Erinnerungen. Weißt du, warum wir diese Erinnerungen teilen? In uns schlägt dasselbe Herz, Grimas Herz. Die Stimme, die Kopfschmerzen, das warst du. Du erinnerst dich ab dem Moment, als ich diese Welt betreten habe. Wir hätten uns eigentlich vereinen sollen, aber du warst zu schwach dafür. Der Schock dieser verursachten Vereinigung löschte dein Gedächtnis. Dieser versuchten. Ha. Kannst du mir soweit folgen? Sag Bescheid, wenn es zu kompliziert wird. Ich wusste, ich musste dieses Mädchen davon abhalten, die Geschichte zu ändern. Sonst würde Grima nicht auferstehen und meine Existenz würde enden. Daher war ich gezwungen, rücksichtslos und unvorsichtig zu handeln. So musste ich zum Beispiel eingreifen, als Walda durch dich in Illustol starb. Jetzt musst du nur noch zu Grima werden, so wie ich es tat. Dann werden wir beide uns vereinen und ich erhalte meine volle Macht zurück. Wir sind noch nicht dieselbe Person. Du hättest Göttlichkeit wählen sollen und nicht deine lächerlichen Freunde. Aber du willst das Opfer nicht, das dir auf der Tafel des Drachen dargebracht wurde. Also nehme ich es an deiner Stelle an. What? Was? Der Dämonendrache und ich sind eins. Es ist wahr, dass die Zeitreise meine Macht verringert hat. Doch die Lebenskraft hier wird genügen, um mich zu erneuern. Oha, Leute. Das ist übel. Nein, Leute, er ist doch noch erwacht. Das, was wir die ganze Zeit verhindern wollten. Das ist Grima. Das ist das Monster, das meine Welt vernichtet hat. Und nun ist er auch hier. Götter, die Legenden sprachen von seiner Größe und seiner furchtbaren Macht. Aber das, wenn wir das da direkt angreifen, werden wir alle sterben. Wenn wir das Fire Emblem noch hätten, könnten wir Naga um ihre Macht bitten. Dann hätten wir vielleicht eine Chance. Aber Walda hat das Emblem genommen. Das weiß ich doch auch. Entschuldige, Lissa, ich wollte nicht... Ach, tut mir leid. Hey. Meinst du dieses alte Stück Blech? Allerdings meint er das. Das Fire Emblem, aber wie ist das möglich? Weißt du noch, wie ich es dir einmal gestohlen habe? Es für dich zurückzustehlen war doch das Mindeste, was ich tun konnte. Du bist immer wieder für eine Überraschung gut. Beeilung, wir müssen die Erweckung durchführen, bevor Grima uns erwischt.
Der erste Erhabene zollte Naga am Prismenberg Tribut. Really? Weißt du mehr darüber? Of course. Ja, es gibt einen Altar auf dem Gipfel des Berges. Nur dort können wir die Erweckung durchführen, mein Herr. Hm. Jeder vage Hoffnungsschimmer ist besser als nichts, wir brechen auf. Alles klar. Gut. Jetzt kommt dann eigentlich im Prinzip noch ein Kapitel, was einen mit Verstärkungen ziemlich überraschen kann. Oh ja, Purgative, Drachensteine plus, das ist schon mal sehr, sehr gut. Was einen mit Verstärkung überraschen kann, allerdings ist es eine Map, wo wir eigentlich Effektivschaden extrem gut ausnutzen können. Das heißt, viele Einheiten können eine Menge bewirken, die das zuvor noch nicht so wirklich gut konnten. Ja, Inigo, ah, wunderbar, auch endlich mal der Support zu Lucina. Darauf habe ich gewartet. Wir schauen aber erstmal kurz in die Kaserne und dann würde ich natürlich für heute auch wieder das Ganze beenden. Das heißt, wir haben jetzt eine Map, die wahrscheinlich einigermaßen gut zu regeln ist. Die sollte eigentlich nicht so schwierig sein. Und danach kommt noch eine, die kann extrem schwer werden. Allerdings haben wir zwei Rettungsnutzer. Das heißt, wenn wir möchten, können wir sie auch extrem einfach machen. Oh, ein Zauberzähmer, sehr gut. Das ist interessant, der Zauberzähmer tatsächlich könnte sogar sehr nützlich sein. Direkt meine ich auf den nächsten Maps so. Ah, Magie und Geschwindigkeit. Okay, Geschwindigkeit ist sehr gut, dass sie diesen Bonus noch bekommen hat. Das lohnt sich jetzt so richtig. Das Schöne ist, die haben ja auch den Würmentod. Das heißt, unsere Mana-Keten werden jetzt nochmal besonders nützlich sein im nächsten Kapitel. Wir sollten es nämlich theoretisch wieder mit Wyvern Lords zu tun haben. Da freue ich mich schon drauf, denn die kriegen natürlich eine mächtige Abreibung. Das ist klar. Ja, und hier haben wir auch noch mehr als genug Nebenmissionen und viele fragen sich sicherlich, wann es soweit ist. Oh, Adelsrapier, Kriegeraxt, Tomahawk, ein Traum, aber leider ist er ein Scharmützel und das kann ich nicht wagen, leider. Das würde meine ganze Challenge bei diesem Run leider zunichte machen. Aber gut, wie auch immer. Sehr schön. Ich freue mich gerade richtig. Ich meine, das wäre auch geschafft und ich meine, Leute, sind noch 3 Kapitel, wenn man das Finale mit einem rechnet, ne? Wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, der Prismenberg, dann kommt noch eins und dann sind wir auch schon soweit. Dann ist das Finale tatsächlich erreicht. Wahnsinn. Aber da wir ja einen ganz speziellen S-Support für den Avatar uns holen, machen wir vor dem Finale die bisherigen Kindermissionen. Und dann geht es erst ins Finale. Aber das werdet ihr dann alles noch sehen. Das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Für die, die es nicht wissen. Ich meine, viele werden sich sicherlich schon denken können, auf was das gegebenenfalls hinauslaufen könnte. Aber ich lasse euch da rätseln oder auch nicht, je nachdem. Ich meine, so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht, wenn ich das so sage, ne? Aber auf jeden Fall würde ich dann sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal beim Prismenberg. Und insofern, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part.